Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag über moderne Archäologie. Lässt sich die Glaubwürdigkeit der Bibel belegen? Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich ein paar grundsätzliche Gedanken äußern zu den Liberalen und ihrem Verhältnis zur Bibel. In den vergangenen Jahren ist das Buch von Finkelstein und Silbermann, Keine Posaunen vor Jericho, bekannt geworden und hat auch für Aufsehen gesorgt. Besonders Finkelstein als bekannter Archäologe hat damit die Meinung verbreitet, Israel in Ägypten, der Auszug, der Exodus aus Ägypten, die Landnahme unter Josua, all diese Dinge, die in der Bibel ausführlich berichtet werden, das seien lediglich Legenden. Seiner Meinung nach gäbe es keine archäologischen Spuren von Israel in Ägypten. Des Weiteren, um 1230 vor Christus, da sei Jericho gar keine Stadt gewesen, habe auch keine Ringmauer gehabt. Also hätte zur Zeit der Eroberung Jerichos durch Josua auch gar keine Mauer runterfallen können. Alles Legenden. Und damit wird der Eindruck erweckt, als sei die ganze Bibel nichts anderes als eine Sammlung von vielen Legenden, Mythen und Märchen. Aber wenn man solche Dinge hört, sollte man kritisch sein und nicht einfach so übernehmen. Zuerst muss man kritisch fragen, wann fand eigentlich der Auszug aus Ägypten statt? Gemäß der konsequenten biblischen Chronologie, bei der alle Zahlen der Bibel ernst genommen werden und übrigens völlig widerspruchsfrei in sich zu einer zusammenhängenden Chronologie aufgebaut werden können, da ergibt sich Folgendes. Der Auszug aus Ägypten hat 1606 vor Christus stattgefunden. Hier muss erwähnt werden, dass die sogenannte konservative Position, die von vielen Evangelikalen vertreten wird, eine andere Zahl ins Visier nimmt. Man spricht da von dem Auszug um 1446 vor Christus. Aber das muss wieder deutlich unterschieden werden von der liberalen Position, die besagt, der Auszug aus Ägypten habe um 1230 vor Christus stattgefunden. Nun muss man sich fragen, wie kommt eigentlich dieser Gedanke? Wie kommt man auf die Idee, den Auszug aus Ägypten so spät, nämlich um 1230 vor Christus, anzusetzen? In der Bibel selbst, bei der Beschreibung der Sklaverei der Israeliten in Ägypten, wird in 2. Mose 1, Vers 11 Folgendes gesagt. Und sie, die Ägypter, setzten Fronvögte über dasselbe, über das Volk Israel, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken, und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Wir sehen, die Bibel sagt, die Israeliten hätten zwei Städte gebaut, Pithom und Ramses. Und so kam man zur Schlussfolgerung, Ramses-Stadt, das ist interessant, denn es gibt ja auch einen Pharao mit diesem Namen, Pharao Ramses. Allerdings nicht nur einen, sondern gleich drei. Also, welcher Pharao ist denn hier gemeint? Natürlich Ramses der Zweite, haben man sich gesagt. Denn das war ein großer Baumeister. Und zwar lebte er nach der üblichen ägyptischen Chronologie 1279 bis 1213 vor Christus. Er hat zum Beispiel auch den Karnak-Tempel in Ägypten gebaut, diesen mächtigen Tempel, den man heute noch besuchen kann. Und aufgrund des Zusammenhangs zwischen dem Namen Ramses für die Stadt und Ramses dem Zweiten hat man also geschlussfolgert, der Auszug aus Ägypten und die später
Darauf gefolgte Landnahme habe sich um 1230 vor Christus ereignet. Aber da begeht man einen Fehler. Und zwar, das ist ja nicht so, dass die Bibel irgendwo behaupten würde, der Pharao des Auszugs hätte Ramses geheißen. Nirgends wird das so gesagt. Und der Zusammenhang zwischen dem Städtenamen Ramses und einem bestimmten Pharao ist auch nicht so naheliegend, denn in der Bibel wird ja bereits in der viel früheren Zeit, als Josef Herrscher war in Ägypten, von dem Land Ramses gesprochen. Also der Name der Landschaft und dann der Stadt muss gar nicht direkt zusammenhängen mit einem bestimmten Pharao. Wer wem den Namen gegeben hat, der Pharao der Stadt oder die Stadt, das Land, dem Pharao, das ist eine andere Frage. Nun kommt aber dazu, das Datum 1230 vor Christus steht im offenen Widerspruch zur biblischen Chronologie. Denn nach der Bibel war der Auszug eben um 1606 vor Christus. Und damit die Eroberung Jerichos 40 Jahre später, nach dem Auszug aus Ägypten gab es die 40 Jahre Wüstenwanderung im Sinai und im Negev. Und dann kam die Eroberung Jerichos. Wir gehen nun zusammen nach Jericho. Hier auf dem Bild sehen wir etwas von den Ausgrabungen der vergangenen Jahrzehnte. In diesem Bild sehen wir Jericho von oben, und zwar das alte Jericho. Wir sehen hier den Zivilisationsschutthügel des alttestamentlichen Jericho. Und da, auf der Seite des Tells, hat man ganz schön ausgegraben mächtige Mauern aus der mittleren Bronze 2b. Sie werden datiert in der säkularen Archäologie auf etwa 1560 vor Christus. Und wir werden gleich sehen, das sind die Mauern aus der Zeit von Josua, die gefallen sind nach biblischer Chronologie um genau 1566 vor Christus. Und hier finden wir die Mauern aus dieser Zeit nach archäologischer ungefähr Datierung etwa 1560 vor Christus. Das passt ganz gut zusammen. Hier mit dem Fischaugenobjektiv ein bedeutender Teil dieser Mauer, dieser Zyklopenmauer, die ausgegraben wurde. Aber was wir hier sehen, das war nur der untere Teil der Mauer. Darüber befand sich eine mächtige Tonziegelmauer, viele Meter hoch, und die ist überall nach außen runtergefallen. Man sieht noch etwas hier im Bild links von dem Schutt dieser Tonziegel, die nach außen runtergefallen sind. Hier auf dem Bild zwei weitere Ansichten. Man sieht also rechts im Bild die Zyklopenmauer, diesen mächtigen Steinen, und gleich links daneben die Reste der Tonziegelmauer, die nach außen runtergefallen ist. Und zwar so, dass sie gewissermaßen eine Rampe bildete, über die die Angreifer dann einsteigen konnten. Das entspricht genau der Beschreibung der Zerstörung Jerichos in Josua 6. Die Mauern sind nach außen runtergefallen, und zwar so, dass die Israeliten, die die Stadt vorher mehrmals umringt hatten, an jeder von seiner Stelle quasi wie über eine Rampe in die Stadt einsteigen und sie erobern konnte. Nicht wahr? Das ist schon mal eigenartig, wenn man hier als Archäologe gräbt, die Mauer nach außen runtergefallen.
Normalerweise, wenn man eine Stadt erobert, sollte man darauf achten, dass die Mauer ja nicht nach außen runterfällt, sondern nach innen. Wenn sie nach außen runterfällt, das ist ziemlich gefährlich für die Soldaten, für die eigenen Soldaten. Aber hier ist diese Mauer wirklich nach außen runtergefallen und die weiteren Ausgrabungen von Jericho haben gezeigt, Jericho wurde in dieser Zeit erobert und massiv mit Feuer verwüstet. Man hat die Brandspuren eindrücklich hier entdeckt aus dieser Zeit. Aber was auch noch auffällig war, nirgends in Israel hat man so viel Überreste von Korn gefunden wie hier aus dieser Schicht. Das heißt also, diese Stadt Jericho war nicht ausgehungert worden. Die Leute hatten genügend Nahrung und trotzdem wurden sie besiegt. Und zweitens, hier wird deutlich, die Eroberer hatten die Stadt nicht geplündert. Denn sie hatten alles einfach dagelassen. Und das ist auch interessant aus dem Grund, weil Josua 6 uns sagt, dass Gott damals Josua geboten hatte, niemand aus Israel darf Jericho plündern. Man darf sich an Jericho nicht persönlich bereichern. Die Spuren in Jericho entsprechen ganz genau den biblischen Aussagen. Die Archäologie von Jericho hat weiter ergeben, nach dieser Totalzerstörung um ca. 1560 vor Christus war Jericho während Jahrhunderten keine Stadt mehr. Auch das entspricht genau dem biblischen Bericht, denn die Bibel sagt, dass erst viele Jahrhunderte später die Stadt Jericho in der Zeit von König Ahab durch Hiel wieder aufgebaut worden war. Also alles passt ganz genau mit der biblischen Chronologie überein. Und der große Fehler von Finkelstein war also nicht im Bereich seines Fachgebietes, Archäologie, sondern im Bereich der Bibelkunde. Er ist sich nicht im Klaren über die biblische Chronologie und hat einfach so das allgemein übliche, bekannte als Annahme übernommen. Der Auszug aus Ägypten und die spätere Landnahme sei in der Epoche von Ramses II. Geschehen. Und dann kam er zum Schluss, die Bibel sei Legende. Aber wir sehen, die Bibel ist keine Legende. Es passt alles zusammen mit der Archäologie. Das Problem ist nur das, man muss die Bibel ganz ernst nehmen und korrekt lesen. Und dann geht alles auf. Man darf natürlich nicht der Bibel eine falsche Chronologie unterschieben und dann ihr Fehler zuschreiben wollen. Das geht nicht. Das wäre etwas Ähnliches wie Archäologen in einigen Jahrhunderten, die würden in den Archiven der Reformation nach einem gewissen Monsieur Hollande suchen. Und dann kommen sie zum Schluss, also im 16. Jahrhundert hat nie ein Herr Hollande über das Gebiet von Frankreich regiert. Ja, das ist natürlich korrekt so. Aber man müsste schauen in den Archiven des 21. Jahrhunderts und dann findet man einen Monsieur Hollande, der über Frankreich regiert hatte. Und so ist das eben auch hier. Man darf nicht behaupten, der Auszug aus Ägypten hätte im 13. Jahrhundert vor Christus stattgefunden, um dann triumphierend zu sagen, seht ihr, die Bibel hat nicht recht. Sondern man muss natürlich im 17. und 16. Jahrhundert vor Christus schauen in diesen Archiven und dann stimmt alles wunderbar überein. Hier auf dem Bild sehen wir also nochmals diese Steine der unteren Zyklopenmauer aus der Zeit von Josua. Das ist die originale Mauer aus der biblischen Zeit von Josua 6. Und zwar kein Märchen, kein Mythos, sondern man kann diese Steine mit den Händen berühren. Also wir können diesen ganzen Ansatz der Liberalen
im Blick auf die Bibel abstreichen. Diese Archäologen haben nicht archäologisch schlecht gearbeitet, aber biblisch muss ich ihnen eine schlechte Note geben. Nun gehen wir weiter nach Tel Hazor. Wenn man das Buch Josua liest, sieht man, wie nach der Eroberung Jerichos als erster Stadt, Josua 6, die Israeliten weitergingen ins Bergland und weiter nach Norden und eine Stadt, ein kananitisches Königreich nach dem anderen wurde erobert. Eine ganz besonders wichtige Station war die Eroberung von Hazor. Denn das Königreich von Hazor, also die Stadt Hazor mit ihren Tochterstädten, war das führende Königreich von all diesen Stadtkönigreichen Kanaans im Norden. Die Bibel berichtet die Eroberung von Hazor sehr, sehr ausführlich im Buch Josua. Nun, Hazor wurde in den vergangenen Jahrzehnten auch sehr gründlich archäologisch untersucht und ausgegraben. Hier sieht man im Bild den kananitischen Tempel aus dem 2. Jahrtausend vor Christus in Hazor. Und der Pfeil weist auf die Stelle hin, gerade neben dem Tempel, wo man einen Palast gefunden hat aus der mittelkananäischen Zeit, also 18. bis 16. Jahrhundert. Und am Ende dieser mittelkananäischen Zeit wurde dieser Palast vernichtet. Wer waren die Angreifer damals? Nun, das passt genau wieder zusammen mit dem Buch Josua. Also dieser Palast, diese Überreste dort neben dem Tempel, das sind die Überreste von Jabins Palast. So hieß der König nach Josua 10. Und die Israeliten haben Hazor verbrannt und verwüstet. Aber in Hazor wurde noch viel mehr entdeckt, nämlich ein weiterer Palast aus der spätkananäischen Zeit, das heißt also 16. bis 13. Jahrhundert. Dieser Palast wurde sehr schön ausgegraben und etwas wiederhergestellt, sodass man hier guten Anschauungsunterricht liefern kann über kananitische Baukunst. Man sieht hier unschwer die typische Kombination bei den Kananitern von Holz, wie man hier sieht bei den Eingangssäulen vor dem Palast, Lehmziegeln und Basaltgestein, diesem schwarzen vulkanischen Gestein, das in der Gegend von Hazor bis hinauf zum Golan sehr ortstypisch ist. Nun, dieser Palast wurde im 13. Jahrhundert verwüstet. Wessen Palast ist das? Und wer hat diesen Palast vernichtet? Da muss man nach dem Buch Josua die weitere Geschichte lesen. Und da sieht man, obwohl unter Josua Hazor erobert worden war, haben die Israeliten Hazor dann nicht weiter bewohnt. Sondern die Kananiter haben Hazor wieder aufgebaut. Und so liest man in Richter 4, im Zusammenhang mit der Geschichte der Richterin Deborah, des Richters Barak, dass in jener Epoche wieder ein König namens Jabin in Hazor regiert hatte. Und er wurde schließlich besiegt durch die Israeliten. Es war ein längerer Prozess, zeigt das Buch der Richter auf. Und am Ende dieses Prozesses wurde dann Hazor nochmals gründlich verwüstet und verbrannt. Auch diese Brandspuren sind in Hazor gefunden worden. Das sind also die Verwüstungsspuren als Folge des Siegs von Deborah und Barak über die Kananiter. Es passt alles ganz genau zusammen. Was auch noch interessant ist, man hat in Hazor schriftliche Überreste gefunden in Keilschrift.
Hier auf dem Bild sieht man eine kleine Keilschrifttafel, in der ein gewisser König Jabin im akkadischen Ibni erwähnt wird. Es handelt sich aber nicht um Jabin zur Zeit von Josua 10. Es handelt sich auch nicht um Jabin zur Zeit von Richterin Deborah, Richter 4, sondern aus noch früherer Zeit. Und das macht klar, dass offensichtlich der Name Jabin ein beliebter Name war, gerade in Hazor. Über verschiedene Generationen hinweg haben Könige so geheißen. Also ganz ähnlich, was wir aus der europäischen Geschichte kennen. Da gab es nicht nur einen King George in England, sondern gleich eine ganze Reihe. So gibt es dynastische Namen, die von Generation zu Generation weitergehen. Und das erklärt eben, warum König Jabin zur Zeit von Josua den gleichen Namen trug wie König Jabin zur Zeit von Richterin Deborah. Wenn man die Ausgrabung in Hazor noch weiter untersuchen möchte, dann sieht man, wie sehr schön die ganze Zeit von 1800 bis 732 vor Christus hier dokumentiert ist. Und zwar in der genau gleichen Reihenfolge der Epochen, wie man das im Alten Testament findet. Zuerst die Zeit der Kanaaniter, dann kommt die Zeit Josuas und der Eroberung Hazors, dann die Zeit der Richter und der erneuten Eroberung Hazors. Weiter wird sehr schön dokumentiert hier die Zeit von König Salomo, der in Hazor Baumeister war. Des Weiteren sieht man die Überreste aus der Zeit des Königreiches der 10 Stämme und schließlich die Spuren der Zerstörung im Jahr 732 vor Christus durch die Assyrer, als die 10 Stämme deportiert wurden in den heutigen Nordirak. Alles stimmt wunderbar überein mit der Archäologie. Zwischen Bibel und Archäologie ist da überhaupt kein Konflikt, weder im ersten noch im zweiten Jahrtausend vor Christus. Wir besuchen noch eine weitere Ortschaft in Israel, und zwar ganz oben im Norden, Tel Dan. Hier sieht man das Stadttor von Tel Dan aus der Zeit um 1700 vor Christus. Das ist ein Prachtwerk der Kanaaniter aus dieser Zeit. Nun hat man bei den Ausgrabungen in Tel Dan, Verwüstungsspuren gefunden, von drastischem Ausmaß, mit einer enormen Aschschicht, und zwar genau in der mittleren Bronze 2b bis c. Das ist die Zeit um 1560 vor Christus. Nun, auch das stimmt genau überein mit der Bibel, denn die Verwüstung von Dan wird ausdrücklich auch im Buch Josua und übrigens als Parallelstelle auch noch im Buch der Richter erwähnt und beschrieben. Der Stamm Dan hat schließlich diese Ortschaft in Besitz genommen und damit den nördlichsten Außenposten besetzt im Land Israel. Alles passt wunderbar überein, aber man muss von dieser konsequenten biblischen Chronologie ausgehen. Ich habe die in den vergangenen Jahren aufgebaut und im Detail ausgebaut. Man kann sie bei mir bestellen auf Deutsch, Französisch oder Englisch, auf Anfrage hin über meine E-Mail-Adresse info@rogelibi.ch. Wir besuchen noch einen weiteren sehr wichtigen Ort in Verbindung mit der Landnahme unter Josua. Das ist Shiloh. Denn nach Josua 18 haben die Israeliten schließlich den transportablen Tempel, die Stiftshütte, die sie gleich nach dem Auszug aus Ägypten am Fuß des Horeb in der Wüste Sinai gebaut hatten, aufgestellt. Im Land, im verheißenen Land, haben sie die Stiftshütte in Shiloh aufgerichtet. Das wird
klargemacht in Josua 18, Vers 1. Nun schauen wir uns hier die Stadtmauern, das heißt deren Überreste, zerstörten Überreste an aus der mittleren Bronze 2b. Diese Stadtmauer war sehr mächtig und man sieht hier einen Graben, ausgegrabenen Fundament. Bezirk, mehrere Meter in den Boden hinein hat man zur Festigung der Mauer darüber einen Pfeiler gewissermaßen in den Boden hinein gebaut. Und so war diese Stadt fast uneinnehmbar. Aber genau in der Zeit um 1560 vor Christus herum wurde auch Schilo zerstört, was genau dem biblischen Zeugnis entspricht, dass die Israeliten Schilo auch in Besitz genommen haben als Ort des Zentralheiligtums. Nun kann man in Schilo auch den originalen Ort, wo die Stiftshütte aufgestellt worden ist, besuchen. Hier sehen wir den genauen Platz, eingemauert zwischen mächtigen Steinlagen. Da wurde die Stiftshütte aufgestellt. Dieser heilige Bezirk stand außerhalb der alten kanaanitischen Stadt. Wir schauen hier im Bild runter auf dieses heilige Rechteck mit den Mauern. Und zwar ist es so, die Länge dieses Rechtecks misst mehrere hundert Meter. Die Breite ist circa 28 Meter. Die Ausrichtung des Rechtecks ist ganz klar von Westen nach Osten. Und das musste so sein. Denn schon die Stiftshütte war nach der Beschreibung in 2. Mose 25 bis 40 so aufgebaut, dass sie immer in der Ost-West-Richtung aufgebaut war. Und so findet sich dieses heilige Rechteck in Ost-West-Richtung. Aber natürlich, die Stiftshütte, die war nur 100 Ellen lang. Der Vorhof mit den Säulen und dem Byssusumhang, wie man das hier im Bild sieht, war ein Rechteck von 100 Ellen Länge, 50 Ellen Breite. Eine Königselle misst 52,5 Zentimeter. Und so sehen wir, die Breite passt also wunderbar in dieses heilige Rechteck hinein. Aber die Länge ist im ersten Moment vielleicht etwas überraschend. Nun, die Stiftshütte selbst war auf dem höchsten Punkt aufgerichtet und dahinter und davor gab es mehrere Vorhöfe, die hinten angehängt und davor vorgelagert waren. Und in diesen Vorhöfen konnten die Tempelbesucher, die Stiftshüttenbesucher, jeweils die Friedensopfer essen, ganz in der Art, wie das ausführlich im ersten Buch Samuel, Kapitel 1, beschrieben wird, an dem Beispiel von Elkana, der mit seiner Familie jährlich nach Schilo kam, um Opfer darzubringen. Und da wird auch berichtet, wie die Familie da das Friedensopfer gegessen hat. Das war gut so eingerichtet mit diesen zusätzlichen Vorhöfen. Aber die Stiftshütte selber war also auf dem höchsten Punkt. Das heilige Rechteck geht so von Westen her aufwärts bis zum höchsten Punkt und dann leicht wieder runter. Auf dem höchsten Punkt, da muss man die Stiftshütte lokalisieren, wie hier im Bild ersichtlich. Nun kann man sich also ganz genau vorstellen, wie das war, als Hanna, diese unfruchtbare Frau, hier in der Stiftshütte geweint und gebetet hat, dass Gott ihr doch einen Sohn schenken möge. Und schließlich wurde ihr Gebet erhört, sie bekam
Samuel, und diesen kleinen Samuel hatte sie dann auch Gott geweiht, damit er als Diener dem Hohenpriester in Shiloh beistehen könnte. Und aus diesem Samuel wurde später dieser große Richter Samuel, der mit seinem Dienst die gesamte Richterzeit von 450 Jahren schließlich abschloss. Also hier konkret alles nachvollziehbar, denn wir haben die Überreste handgreiflich heute vor uns. Hier nochmals die Mauern, die schützenden Mauern der Stiftshütte. Aber auch dieser Ort wurde verwüstet und zerstört. Und man findet eben in Shiloh auch die enormen Zerstörungsspuren in Shiloh. Und zwar, gerade Israel Finkelstein hat hier in Shiloh besonders gearbeitet. Und er kam zum Schluss, dass die Datierung so aussieht, dass Shiloh um ca. 1050 vor Christus verwüstet worden ist. Ja, das entspricht genau dem biblischen Bericht. Denn mit dem Tod Sauls, nach strenger biblischer Chronologie, 1056 vor Christus, bekamen die Philister, die damaligen Todfeinde Israels, Macht über weite Gebiete Israels, und da war es ihnen eben möglich, schließlich die Stiftshütte bzw. den Ort der Stiftshütte zu zerstören. Die Stiftshütte selbst wurde evakuiert und machte dann weitere Wanderungen, bis später Salomo sie nach Jerusalem brachte und in den Tempelberg einlagerte. Aber sehen wir, Finkelstein hat gut gearbeitet in Shiloh. Er datiert die Zerstörung von Shiloh auf 1050 vor Christus, war natürlich der Meinung, das alles hat nichts zu tun mit den biblischen Berichten, weil er nach wie vor von einer falschen Chronologie ausgeht, aber er bestätigt mit seiner Arbeit sehr schön die biblische Chronologie, ganz genau 1056 vor Christus ging Shiloh unter. Wir gehen zeitlich etwas weiter. Nach Samuel kam ja der erste König über die 12 Stämme Israels, Saul, und danach David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Nun, auch da hat man in der liberalen, bibelkritischen Wissenschaft behauptet, David sei einfach eine Erfindung. Hat es nie gegeben. Alles nur Legende. Nun, das hat man so behaupten können, klar. Behaupten kann man alles. Aber in den 1990er Jahren wurde eine Inschrift entdeckt in Tel Dan. Und zwar sieht man hier etwas von dieser Inschrift. Diese Steinbruchstücke sind Steinbruchstücke einer größeren Stele. Also einer Inschrift, die aufgestellt war und ein Wahrzeichen sein sollte. Die Schrift der Stele ist aramäisch, also die Sprache der Syrer. Und in dieser Stele beschreibt tatsächlich der König von Aram, der König von Syrien, von einem Krieg, den er geführt hat mit den 10 Stämmen Israels und den 2 Stämmen Judas. Es ist genau dieser Krieg, der berichtet wird in 2. Könige 9, aber aus außerbiblischer Perspektive beschrieben. Also hier eine originale Stele aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Die beschreibt eine Geschichte, die man in der Bibel auch findet, aber aus heidnischer Perspektive, aus der damaligen Zeit, in der das sich alles ereignet hatte. Ich muss erklären, Saul, David und Salomo.
Alle drei Könige haben über das vereinigte Israel der 12 Stämme regiert. Aber nach dem Tod von Salomo wurde das Reich Israel gespalten in zwei Königreiche. Die 10 Stämme im Norden und die 2 Stämme im Süden. Die 10 Stämme im Norden nannte man allgemein Israel und die 2 Stämme im Süden Juda. Nun berichtet also dieses Tele aus der Sicht des Aramäerkönigs von einem Krieg, den er geführt hatte mit dem König der 10 Stämme, der damals, 2. Könige 9, verbündet war mit dem König der 2 Stämme. Und von dem König der 2 Stämme wird gesagt, er sei aus dem Beit David, aus dem Haus Davids. Das heißt aus der Dynastie des Königs Davids. Und hier, es ist auf dem Bild etwas weiß hervorgehoben, dieser Ausdruck Beit David, da wird David als Vorfahre von diesem König namentlich genannt. Und dieser Ausdruck Beit David kommt so viele Mal im Alten Testament vor, immer wieder für die Dynastie, für das Haus, für die Familie Davids. Wie kann man jetzt noch sagen, David sei eine Erfindung, wenn man so einige Generationen nach David einen Nachkommen erwähnt findet, der eben aus dem Haus Davids bezeichnet wird? Nun, hier kann man sehr schön illustrieren, wie Kritiker vorgehen, wenn plötzlich ihre Theorien vom Tisch gewischt werden. Die Reaktion war sehr agnostisch. Also hier steht gar nicht Beit David. Ja, was steht denn hier? Ja, das ist ein Wort, das wir nicht kennen. Ja, was heißt es? Keine Ahnung. Aber es heißt ganz bestimmt nicht Beit David. Ja, warum? Die Buchstaben entsprechen ja genau dem, wie man Beit David schreibt. B, Beit, Jud, Dav. Dalet, Vav, Dalet. So schreibt man Beit David. Nein, nein, das heißt nicht Beit David, sagten die Kritiker, sondern das ist ein Wort, das sind nicht zwei Wörter. Wenn man hier diese Inschrift genau anschaut, sieht man zwischen den Wörtern immer wieder Punkte. Die Schrift ist ja sehr, sehr klar, sehr gut lesbar, wenn man Althebräisch und Altaramäisch lesen kann. Die Punkte trennen die Wörter. Aber sieht man bei Beit David, obwohl das zwei Wörter sind, da gibt es keinen Punkt dazwischen. Nach drei Buchstaben, wenn man von rechts her liest, Beit, würde man einen Punkt erwarten und dann David. Also, die Kritiker sagen, das heißt nicht aus Davids, es heißt irgendetwas, aber wir wissen es nicht. Nun, in der Wissenschaft macht man Fortschritte. Hier noch einmal vergrößert diese wichtige Aussage Haus Davids, was eben nicht Haus Davids bedeuten soll nach den Kritikern. Man sieht hier die Wörter und die Punkte zwischen den Wörtern, noch etwas klar. Und nun wurde eine weitere Inschrift in der jüngeren Vergangenheit entdeckt, diese hier, die sogenannte Beit Adonai-Inschrift. Da wird aus der Zeit des Salomonischen Tempels, also noch vor seiner Zerstörung 586 vor Christus, wird hier über den Tempel gesprochen. Und das Interessante ist, auch hier werden die Wörter getrennt durch Punkte. Aber da, wo steht Beit Adonai, Haus des Herrn, gibt es keinen Punkt dazwischen. Warum? Ganz einfach, das ist ein fester Ausdruck, der auch in der Bibel immer wieder vorkommt, das Haus des Herrn, Beit Adonai. Und da, wo zwei Wörter sehr eng zusammengehören als Ausdruck, da setzt man keinen Punkt dazwischen. Und nun kommen wir zurück, Beit David, auch das ist ein fester Ausdruck, das Haus Davids. Es braucht gar keinen Punkt.
Und damit ist der Einwand der Kritiker völlig vom Tisch. Die Teldan-Inschrift bestätigt die Geschichtlichkeit Davids und im Text selber finden wir Hinweise auf etwa 5 Personen, die wir aus der Bibel kennen, die damit als historisch, als geschichtlich zuverlässig vorgestellt werden. Wenn wir schon in der Zeit von David sind, gehen wir noch einen Schritt weiter, und zwar nach Jerusalem, in die Davidsstadt, in die Ir David. Nach strenger biblischer Chronologie hat nämlich David die Jebusiter-Enklave Jerusalem erobert im Jahr 1049 vor Christus. Und da liest man in dem Zusammenhang in 2. Samuel 5, Vers 9, und David wohnte in der Burg und er nannte sie Stadt Davids, Ir David auf Hebräisch. Und David baute ringsum von dem Millo an einwärts. Hier wird der Millo erwähnt. Millo ist ein hebräisches Wort, das man hier unübersetzt gelassen hat. Es bedeutet Auffüllung. 7-mal wird das in der Bibel erwähnt, nebst 2. Samuel 5, auch in 1. Könige 9. Wiederholt dort 1. Könige 11, 2. Könige 12, Vers 20 und 1. Chroniker 11 und auch 2. Chroniker 32. Nun, diese Auffüllung ist sehr interessant, denn die wurde ja auch im 20. Jahrhundert ausgegraben und man sieht hier in der Davidstadt eine gigantische Steinaufschüttung. Was man hier sieht, ist eigentlich nur die obere Hälfte. Der untere Teil ist bis heute nicht vollständig ausgegraben worden, aber das ist also eine ganz gigantische Aufschüttung. Schon die Hälfte, die man sehr schön sieht heute, durch die Ausgrabungen, muss man sich noch doppelt so groß denken. Und dann sieht man, was König David hier errichtet hatte. Warum hat er diesen Millo gebaut? Es ist so, Jerusalem zur Zeit von David war eine kleine, ummauerte Stadt am Südabhang des Berges Zion, beziehungsweise Berges Moria, wie der Berg auch heißt. David hat diese Stadt erobert, die sogenannte Burg Zion. Und als er dann einen Palast bauen wollte, da gab es natürlich keinen Platz in der Burg Zion. Und so musste er außerhalb der Stadtmauer seinen Palast nördlich davon anhängen. Aber dort ist der Bergrücken sehr, sehr schmal. Und mit dieser gigantischen Steinaufschüttung konnte man noch deutlich Quadratmeter hinzugewinnen, um eine genügend große Grundfläche für den Palast von David zu haben. Also auch hier wirklich greifbar das Werk von König David. Und auch hier die Datierung des Millos passt genau überein mit der strengen biblischen Chronologie im Blick auf das Leben Davids. Vor einigen Jahren hat Elad Matzar, eine bekannte israelische Archäologin, übrigens die Enkelin von Benjamin Matzar, der sich in früheren Jahren sehr verdient gemacht hat bei den Ausgrabungen der Überreste des zweiten Tempels auf dem Ophel. Nun, Elad Matzar hat sich gesagt, also wenn ich die Bibel genau lese in 2. Samuel 5, dann muss der Palast von David gerade oberhalb des Millos zu finden sein. Andere Archäologen haben Elad Matzar gesagt, mach dir keine Mühe, das auszugraben, da findest du nichts, man hat schon Probegrabungen gemacht, da ist nichts da. Aber diese Frau ging von der Bibel aus und sagte sich, da muss es sein. Und so hat man in den vergangenen Jahren oberhalb des Millos ganz gründlich ausgegraben. Und plötzlich kam die Überraschung. Die Häuser da im alten Jerusalem, die sind gebaut mit relativ kleinen Bausteinen. Und plötzlich beim Runtergraben kommen so gigantische
Bausteine. Im Vergleich zu den kleinen Steinen sind die eben gigantisch heraus. Und sofort war klar, das ist nicht irgendein Privathaus, das ist etwas Offizielles. Und so konnten tatsächlich Überreste des Davidspalasts, die direkt auf dem Felsengrund, auf der untersten, als unterste Schicht archäologisch zu finden waren, entdeckt werden. Gewaltige Mauersteine, eben viel größer als normal, das sind die Überreste von Davids Palast. Und es zeigt uns sogar, wie man anhand der Bibel eben moderne Wissenschaft betreiben kann und so zum Ziel kommt. Nach David kam König Salomo. Salomo hat das begonnene Bauprojekt von David, nämlich die Burg Zion, die Davidstadt, soll nach Norden weiter ausgebaut werden. Er hat die erste Etappe gemacht, seinen Palast angehängt. Salomo hat weiter ausgebaut, bis hinauf zum Ophel und dann noch weiter auf den Berg hinauf bis zum höchsten Punkt. Da hat er schließlich den Salomonischen Tempel, den ersten Tempel aus Stein, gebaut. So berichtet das die Bibel. Und nun sehen wir hier im Bild die Ausgrabungen der letzten Jahre. Es war wieder Elat Matzah, die da auf dem Ophel weiter gründlich ausgegraben hat, weitergegangen ist als frühere Archäologen, und da wurde Salomos Wassertor ausgegraben. Und zwar hat die Datierung mit C14 ergeben, dieses Tor stammt aus der Zeit von 1015 bis 975 vor Christus. Das stimmt wunderbar überein mit der konsequent biblischen Chronologie. Da ist nämlich Salomo Herrscher von 1016 bis 976 vor Christus. Elat Matzah hat ja diese Ausgrabung sehr ausführlich beschrieben in ihrem Buch Discovering the Solomonic Wall in Jerusalem, a Remarkable Archaeological Adventure. Und sie hat da ein bisschen Probleme gehabt, dass die Datierung für sie ein bisschen zu früh ausfiel, um das Werk von Salomo sein zu können. Und so hat sie sich bemüht, welche Argumente gibt es, um die Datierung doch noch ein bisschen runterzudrücken. Aber ich muss sagen, vergebliche Mühe. Man muss gar nichts ändern an der Datierung. Es stimmt genau mit der konsequenten biblischen Chronologie überein. Und gleich neben dem Wassertor von Salomo hat man nun auch Salomos königliche Bäckerei entdeckt. Also man kann sagen, damit ein kleiner Teil von seinem eigenen Palast. Und man hat auch die Mehlkrüge an Ort und Stelle gefunden. Hier im Bild sind sie allerdings ersetzt worden durch Nachbildungen. Die Originale hat man in Museumssicherheit gebracht. Aber was man hier sieht, ist also auch wieder ein Beleg für das, was die Bibel berichtet über das große Königreich, das Salomo hatte. Auch das wurde von liberalen Forschern bestritten. Man hat gesagt, es gab keinen David, auch das Großreich von Salomo, das sei alles nur Legende. Und heute können wir eines nach dem anderen sogar handgreiflich belegen. Hier nochmals ein anderer Blick in die Bäckerei von König Salomo. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wassertor und zur königlichen Bäckerei findet man hier einen langen Mauerabschnitt, der nun auch durch Elat Matzah freigelegt worden ist,
Das ist die originale Stadtmauer auf dem Ofel, mit der Salomo die nördlich ausgebaute Stadt geschützt hat. Also nichts von Legenden, sondern diese Steine hier sprechen eine klare Sprache. Die Bibel sagt die Wahrheit. Salomo war König hier in Jerusalem und hat die Stadt so ausgebaut. Hier sieht man das salomonische Stadttor in Megiddo. Die Bibel berichtet ja in 1. Könige 9, Vers 15, dass Salomo nicht nur Bauherr war, besonders in Jerusalem, was seinen Palast anbetrifft und den Tempel, sondern auch in Megiddo, Gezer und in Hazor. Nun, hier findet man aus den Schichten, die zur Zeit Salomos gehören, das Stadttor. Und zwar hier eine Seite. Man sieht drei Wächterzellen. Die mittlere Zelle wurde in späterer Zeit nach Salomo mit Stein aufgefüllt, damit man wieder neu bauen konnte oberhalb dieses Stadttores. Aber hier ist es so schön freigelegt, um zu demonstrieren, was Salomo gebaut hat und um zu demonstrieren, wie man dann nach Salomo eben wieder umgebaut hat und auf einer höher liegenden Schicht die weitere Geschichte von Megiddo ausgelebt hat. 1. Könige 9, Vers 15. Und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn, das ist der Tempel, Beit Adonai, zu bauen und sein Haus, das ist sein Palast, und das Millo, er hat diese Steinaufschüttung von König David nochmals renoviert, und die Mauer von Jerusalem, die haben wir abschnittsweise gleich gesehen, und Hazor und Megiddo und Gezer. Gehen wir von Megiddo weiter und halten wir den Bauplan fest von dem Stadttor von Salomo. Hier sieht man das im Grundriss. Oben der Eingang ins Stadttor, das ein richtiges Torgebäude darstellt, zwei Türme und dann kommen drei und drei Wächterzellen. Und bei den Wächterzellen sieht man erhöhte Schwellen. Das ist das Design. Zwei Türme, drei und drei Wächterzellen. Das ist das Design von Salomo. Nun, in Gezer, in den Schichten, die genau wieder der Zeit von Salomo entsprechen, findet man genau den gleichen Typ von Tor. Hier, das Stadttor in Gezer. Man sieht wieder auf beiden Seiten drei und drei Zellen mit erhöhten Schwellen. Und auf den Seiten, im Bild, in der Bildmitte, zwei Türme. Jetzt gehen wir nach Hazor, in die weitere Stadt, in der Salomo gebaut hat. Und hier sehen wir bereits aus der Luft genau dieses Design in den Schichten von der Zeit Salomos. Sieht man hier drei und drei Wächterzellen und davor zwei Türme. Seitlich sieht man noch etwas von der Doppelmauer, von der Kasematte-Mauer von Salomo. Gehen wir in die Nähe des Stadttors. Wir stehen jetzt gerade außerhalb der Stadt Hazor zur Zeit des Königs Salomo. Wir sehen da die beiden Türme, dazwischen der Tordurchgang und gleich werden wir sehen im Tordurchgang drei und drei Wächterzellen mit erhöhten Schwellen. Diese erhöhten Schwellen nennt man Grenzwehr. Auf der rechten Seite genau das gleiche Design. Turm, drei Zellen mit Grenzwehr.
Man konnte über die Vorhalle zwischen den Türmen rein an den Wächterzellen vorbei. Nun, das sehr Interessante ist Folgendes. Das gleiche Design dieser Stadttore, also Zeit von Salomo, dem Erbauer des ersten Tempels in Megiddo, Gesa und Hazor, entspricht genau dem Design der Eingangstore nach Hesekiel 40, 6 bis 37. Dort wird der dritte, der zukünftige und letzte Tempel in Jerusalem beschrieben, der genau diesem Design folgt. Zwei Türme, drei und drei Wächterzellen und erhöhte Schwellen. Nach dem Tod von Salomo, wie bereits erklärt, spaltete sich Israel in die zehn und die zwei Stämme, in das Königreich Israel und das Königreich Juda. Hier sieht man alle 19 Könige von Jerobeam dem Ersten bis zum König Hosea. In seiner Zeit wurde das Königreich zerstört und die Israeliten wurden in die Gefangenschaft nach Assyrien abtransportiert. Der erste König, Jerobeam der Erste, hat eine gründliche Spaltung durchgeführt, denn er hat seinen Untertanen gesagt, sie sollen nicht mehr nach Jerusalem zu den Festen gehen, im Tempel, sondern er machte eine Alternative. Und zwar baute er ein Höhenheiligtum in Dan, ganz im Norden, und in Bethel im Süden. Und an beiden Orten stellte er ein goldenes Kalb auf als Alternative zur Verehrung des Gottes der Bibel. Nun, dieses Höhenheiligtum in Dan, in Tel Dan, wurde auch in den vergangenen Jahren ausgegraben. Hier sieht man die erhöhte Plattform, original, wo das goldene Kalb von Jerobeam stand. Und alle seine Nachfolger auf dem Thron, über Nadab, Baesha, Ela, Zimri und so weiter bis Hosea, die haben diesen Kult, diesen Götzendienst in Tel Dan und in Bethel weitergeführt. Aber auch da sieht man nichts von Legenden und Märchen, sondern wir können Schritt für Schritt die Geschichte des Alten Testaments belegen. Hier sieht man die 20 Könige nach Salomo im Südreich. Und es ist so, man hat gerade aus dieser Zeit der Könige, also grob gesagt von 1000 bis 500 vor Christus, hat man in Israel enorm viele Siegel gefunden. Siegel bzw. Siegelabdrücke. Man nennt die Bullen. Das sind Tonabdrücke von der Siegelvorlage. Siegel benutzte man im alltäglichen Leben, im alltäglichen Wirtschaftsleben, um die Dinge als Eigentum bezeichnen zu können, um sie so zu versiegeln. Und das Eindrückliche ist, in Israel hat man weit über 1000 Siegel gefunden aus der Königszeit. Das ist erstaunlich, denn wenn man das vergleicht mit den Nachbarvölkern des damaligen Israels, Edom, Ammon, Moab, die Phönizier im Libanon, die Aramäer in Syrien, die Philister im Gazastreifen, dort findet man viel, viel weniger Siegel. Und das macht eines klar: Israel war ein Volk der Schrift. Also es war viel üblicher in Israel, auch im Alltag zu schreiben, als bei den Völkern rundherum. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt das, dass die Israeliten so viel schriftgewandter waren? Nicht wahr? Man schrieb auch bei den umliegenden Völkern, aber eben bei weitem nicht so viel wie in Israel.
Wenn man das vergleicht mit Europa, dann sieht alles natürlich noch viel kläglicher aus, denn das älteste literarische Dokument, das wir im Deutschen haben, das ist ja ungefähr das Nibelungenlied, etwa 700 nach Christus. Wir sehen, bei den biblischen Völkern sind wir in einem ganz anderen Maßstab da dran, wenn es um Schreiben geht. Ein besonders wichtiges Werk zum Thema der Siegel und Bullen ist dieses Buch hier, The Corpus of West Semitic Stamp Seals von dem israelischen Archäologen Nachman Avigad. In Jerusalem 1997 herausgegeben. Und da werden etwa 1000 Siegel ausführlich behandelt, immer abgebildet, Umschrift und Kommentar. Avigad zeigt, es ist so eindrücklich, die Schreibfähigkeit in Israel war ganz anders als bei den anderen Völkern. Woran lag das? Natürlich, Israel war ein Volk der Schrift. Und nicht nur einfach der Schreibschrift so im Alltag, sondern der Schrift, der Heiligen Schrift. Sie hatten die Bibel mit den ersten Büchern von Mose, dann Josua, dann das Buch Richter von Samuel geschrieben und so weiter. Und die Heilige Schrift, die für sie klar Gottes Wort war, motivierte die Israeliten, eben schreiben zu können. Und so hat das als Nebenwirkung zur Folge gehabt, dass sie auch im Alltag eben viel mehr mit Schreiben umgehen konnten als andere Völker. Nun ist es sehr interessant, wenn man diese Siegel studiert, da gibt es sehr viele Siegel von Personen, die wir aus der Bibel kennen. Das sind also archäologische Volltreffer, dass sogar Einzelpersonen aus der Bibel ganz genau belegt werden können. Ein Beispiel von einem Siegel, da steht der Text drauf, ganz knapp, Le Ya'azanyahu Evet Hamelech. Auf gut Deutsch, dem Ya'azanya gehörig, dem Minister des Königs. Dieses Siegel wurde in Mizpah gefunden, und zwar es kann zugeordnet werden zur Zeit um 600 vor Christus. Nun, dieser Mann, Ya'azanya, oder Ya'azanyahu, aus Mizpah, um 600 vor Christus, den kennen wir aus der Bibel. Man lese 2. Könige 25, Vers 23. Und da geht es nach der biblischen Chronologie um die Zeit um 600 vor Christus. Und da steht, und als alle Heerobersten, sie und ihre Männer, hörten, dass der König von Babel Gedalia bestellt habe, da kamen sie zu Gedalia nach Mizpah. Nämlich Ismael, der Sohn Netanjas, und Jochanan, der Sohn Kariachs, und Seraja, der Sohn Tanchumets, der Netophatiter, und Ya'azanya, der Sohn des Makatiters, sie und ihre Männer. Also hier wird Ya'azanya erwähnt, um 600 vor Christus. Er kommt nach Mizpah. Er ist ein Heeroberster. Nun muss ich noch erklären, auf diesem Siegel haben wir eine Besonderheit. Da findet sich nicht nur der Text, sondern auch ein Bildchen von einem Hahn. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise haben diese Siegel nur eine Inschrift, aber nicht noch ein Bildchen. Wenn ein Bildchen da ist, dann hat das eine besondere Bedeutung. Ein Hahn, das war das Markenzeichen dieses Heerobersten, dieses Generals von Israel. Dieser Hahn stellt einen Streithahn dar. Das Markenzeichen von Ya'azanya. Ein weiteres Siegel trägt die Inschrift Le Berechiahu ben Neriahu Hassopher. Auf gut Deutsch, dem Baruch gehörig, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Baruch ist die Kurzform von Berechiahu.
Neria ist die Kurzform von Neriyahu. Nun, dieser Mann, Baruch, Sohn von Neria, der Schreiber, den kennen wir. Das ist der Privatsekretär gewesen von dem Propheten Jeremia. Das ist der Mann gewesen, der das Buch Jeremia aufgeschrieben hat nach dem Diktat des Propheten. In Jeremia 36, Vers 4 lesen wir zum Beispiel: Und Jeremia rief Baruch, den Sohn Nerias. Und Baruch schrieb aus dem Munde Jeremias auf eine Buchrolle alle die Worte des Herrn, welche er zu ihm geredet hatte. Baruch war ein Berufsschreiber, macht uns das Buch Jeremia klar, und darum wird er hier genannt auf dem Siegel Hassopher. Also, wir haben hier das persönliche Siegel, beziehungsweise den Siegelabdruck von dem Schreiber des biblischen Buches Jeremia. Noch ein kleines Detail. Auf dem Siegel steht die Langform Berechyahu und Neriyahu. Und es ist so eine Regel, im Allgemeinen findet man in der Bibel eher die Kurzformen bei Namen, während man eben oft in Inschriften die Langformen findet. Das ist eine Regel, ist nicht immer so, aber sehr oft. Noch ein weiteres Siegel möchte ich erwähnen, einfach stellvertretend für all diese Inschriften, die aber Dutzende von Personen, die in der Bibel erwähnt werden, ganz konkret dokumentieren. Ein weiteres Siegel trägt die Inschrift Le Jerachmeel ben Hamelech. Auf Deutsch, dem Jerachmeel gehörig, dem Sohn des Königs. In Jeremia 36, 26 liest man von diesem Prinzen, von diesem Königssohn. Und der König gebot Jerachmeel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn Asriels, und Jelemia, dem Sohn Abdeels, Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Propheten, zu greifen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Man sieht aus dem Bibeltext, dieser Jerachmeel, dieser Prinz, Königssohn, war ein persönlicher Feind des Propheten Jeremia. Und dieser Feind ist bis heute dokumentiert durch sein originales Siegel. Wir sind in der Königszeit, in der sogenannten Königszeit. Und da möchte ich noch erwähnen das große Lebenswerk von König Hiskia. König Hiskia hat im Blick auf eine bevorstehende Belagerung Jerusalems durch die Assyrer das Wassersystem gründlich geändert und die Wasserversorgung für Jerusalem im Kriegsfall gesichert. Und zwar, indem er einen gigantischen Tunnel baute, 533 Meter lang, von der Gichon-Quelle, die außerhalb von Jerusalem war, fast unten in der Talsohle des Kidron-Tals, von dort her das Wasser abgezapft und über diesen langen Tunnel in die Stadt hineingeführt, sodass man im Kriegsfall direkt das Wasser in der Stadt hatte. Gemäß konsequenter biblischer Chronologie regierte Hiskia von 727 bis 698 vor Christus. Der Hiskia-Tunnel wurde auch mit C14 datiert. Und zwar ist ja so, im Tunnel drin findet man die Kalkablagerung des Wassers an den Wänden. Und da findet man, wenn man das genau untersucht, viele Schichten von Kalk aufeinander. Die unterste Schicht ist natürlich die älteste. Und da hat man eben auch Holzüberreste unter der untersten Kalkschicht gefunden. Dieses Holz eignet sich für eine C14-Datierung und es ergab sich ungefähr 700 vor Christus. Und wir sehen, dass auch das stimmt genau mit der biblischen Chronologie überein. Hier sieht man im Schema die Quelle außerhalb der Stadt,
die hier als Davidstadt mit einem roten Kreis stilisiert wird. Das Wasser wird von der Quelle durch den gewundenen Hiskia-Tunnel durch den Felsen hineingeführt bis in die Stadt. Bis zum Ausgang, das ist der Teich zwischen den Mauern, wie er genannt wird in Jesaja. Und dann gab es eine Verbindung, sodass das Wasser dann auch in den unteren Siloa-Teich weiterfließen konnte. Hier sieht man die originale Inschrift, die man am Ende des Tunnels gefunden hat, Ende des 19. Jahrhunderts. Das war die Zeit natürlich der Osmanen, als die Türken noch über Palästina regiert hatten. Und darum haben sie diese Inschrift abtransportiert. Sie ist hier original vor uns zu sehen im Archäologischen Museum in Istanbul. Auf dieser Inschrift wird gerade noch der Moment dokumentiert, wie die beiden Gräbertruppen, die von beiden Seiten her den Tunnel nach Anweisung von Hiskia gebaut hatten, sich schließlich in der Mitte begegnet sind. Die hebräische Schrift hat sich ja im Lauf der Zeit und der Generationen ständig geändert. Aber heute können wir sagen, wie sieht Hebräisch aus in dieser Epoche, in der Epoche davor und noch davor. Wir kennen also den Entwicklungsgang der hebräischen Schrift und so kann man sogar aufgrund des Schriftbildes kann man ein Dokument datieren. Hier die Inschrift auf der Tafel entspricht genau der Zeitepoche 700 vor Christus. Ich habe hier diese Hiskia-Inschrift aus dem Hebräischen übersetzt. Auf Deutsch heißt das so viel wie: Dies war der Durchbruch. Und dies war die Angelegenheit mit dem Durchbruch. Als die Gräber noch die Hacke schwangen, ein jeder in Richtung seines Kollegen, und als noch 3 Ellen zu durchgraben waren, da wurde die Stimme eines jeden, der zu seinen Kollegen rief, gehört. Denn es gab einen Spalt im Fels, von Süden und von Norden. Und am Tag des Durchbruchs schlugen die Gräber, ein jeder in Richtung seines Kollegen, Hacke gegen Hacke. Und da flossen die Wasser von der Quelle zum Teich über eine Länge von 1200 Ellen. Man kann den Tunnel ausmessen, so oft man will. Das gibt 533 Meter. Dann kann man diese Zahl dividieren durch 1200 und dann kriegt man das Maß für die Elle. 45 Zentimeter. Jawohl, das ist die biblische kleine Elle, 45 Zentimeter. Die hatte 6 Handbreiten, also 7,5 Zentimeter. Das war eben kein Handgelenk mal Pi. Maß, sondern sehr genau festgelegt. Und die Königselle, die ich ja schon früher erwähnt hatte, die auch für die Stiftshütte verwendet worden war, die maß 52,5 Zentimeter. Also eine Handbreite dazu, wie das in Hesekiel 40 erklärt wird für die Ellen des Tempels. Das ist die Elle von 7 Handbreiten. Von einer kleinen Elle plus eine Handbreite dazu. Gehen wir noch einmal zum Millo. Ich habe erklärt, der Millo, diese Steinaufschüttung in der Davidstadt, war von David gebaut worden im Blick auf seinen Palast. In späterer Zeit haben hohe Minister im Königreich Juda ihre Wohnungen dort in den Millo hineingebaut. Hier auf dem Bild sehen wir verschiedene Überreste von Häusern, die die Fürsten von Juda dort gebaut hatten. Bei den Ausgrabungen hat man viele Siegel gefunden, und zwar gerade eben auch da konnte man anhand der Siegel datieren, dass diese Verwüstung um
586 vor Christus stattgefunden hatte. Man hat sogar eine riesige Ascheschicht gefunden, alles dokumentiert. Und es entspricht genau der Beschreibung der Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus durch die Babylonier, durch Nebukadnezar. Man lese 2. Chroniker 36 und auch das letzte Kapitel von 2. Könige. Da wird der Untergang Jerusalems im Jahr 586 vor Christus beschrieben. Und es wird auch ausdrücklich gesagt, wie der König die Fürstenhäuser vernichtet hat, verbrannt hat. Hier sind sie. Und auch die Aschespuren wurden gefunden. Auch da wieder absolut genau in Übereinstimmung mit der biblischen Erzählung. Keine Spur von Legenden, nichts von Mythen. Und wenn wir schon beim Millo sind, schauen wir ganz hinauf. Da sieht man eine Mauer, ein Überrest von einer Mauer oben auf dem Millo. Ein bisschen bräunlich im Bild im Vergleich zum Millo selbst, dieser Steinaufschüttung. Diese Mauer ist ein Überrest der Mauer von Nehemia aus dem Jahr 445 vor Christus. Nicht wahr? Nebukadnezar zerstörte Jerusalem, die Juden wurden 586 vor Christus in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht. Aber nach der babylonischen Gefangenschaft, die 539 vor Christus endete, da haben die Perser den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft wieder nach Hause gehen. Ihr dürft Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Und da ging Nehemia zurück im Jahr 445 vor Christus und baute die Stadt Jerusalem wieder auf. Das wird beschrieben in Nehemia 3. Und es wird auch gesagt, wie er gebaut hat, dort beim alten Königshaus vorbei. Das ist genau diese Stelle hier, die wir im Bild sehen. Das dokumentiert also auch da wieder die biblische Geschichte. Nach der babylonischen Gefangenschaft, ganz in Übereinstimmung mit der biblischen Datierung. Nun ist das sehr wichtig, biblisch gesehen, denn hier machen wir eine Verbindung zwischen biblischer Geschichte, biblischer Archäologie und biblischer Prophetie. Wie erklärt? Nebukadnezar hatte Jerusalem zerstört. Wir haben die Zerstörungsspuren ein bisschen gesehen. Damals wurde der Prophet Daniel deportiert nach Babylon. Und dort wirkte er als Verkündiger des Wortes Gottes. In Daniel 9, Vers 25, da wird die Prophetie wiedergegeben, die Daniel in Babylon bekam, als Jerusalem in Staub und Asche lag. Und da wurde ihm gesagt, von dem Moment an, wo ein Erlass ausgehen würde, dass Jerusalem wieder gebaut wird, bis dass der Messias, der verheißene Erlöser kommt, da würde eine ganz bestimmte Zeit vergehen. Und aufgrund dieser Prophetie konnte man alttestamentlich berechnen, wann der verheißene Erlöser kommen sollte. Wir lesen in Daniel 9, 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Also hier wird gesagt, mit Beginn vom Ausgehen des Wortes, mit Beginn eines Erlasses, Jerusalem wieder zu bauen, könne man rechnen, bis der Messias, das ist der verheißene Erlöser, kommt als Fürst. Dazwischen liegt eine Zeitepoche, die wird hier so genannt, 7 und 62 Jahrwochen. Hier im Schema sehen wir das Jahr 445 vor Christus. Damals hatte der König Artaxerxes von Persien Nehemia die Erlaubnis gegeben, er dürfe Jerusalem wieder aufbauen.
Also damals begannen diese sieben Jahrwochen. Es folgten direkt die 62 Jahrwochen. Und am Ende davon sollte der Messias als Fürst kommen. Und nun werden wir gleich sehen, das hat sich erfüllt im Jahr 32 nach Christus, an Palmsonntag, als Jesus Christus zum einzigsten Mal in seinem Leben in Israel als Fürst aufgetreten war. Nämlich damals, als er vom Ölberg her auf dem Esel durchs Kidrontal reitend nach Jerusalem kam und die Volksmenge ihn als König Messias begrüßte. Dazwischen liegen, wie gesagt, 7 und 62, will sagen 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche ist eine Einheit von 7 Jahren. Eine normale Woche, eine Einheit von 7 Tagen. Eine Jahrwoche, eine Einheit von 7 Jahren. Die prophetischen Jahre der Bibel sind immer Jahre von 360 Tagen. Das hängt damit zusammen, der jüdische biblische Kalender ist eine Mischung zwischen Mondjahr, ca. 354 Tagen, und Sonnenjahr, ca. 365 Tagen. Die Mitte davon, das lunisolare Jahr, ist 360 Tage. Und das ist auch das prophetische Jahr. Das sieht man in Offenbarung 11 sehr schön, wo 42 Monate, also 3,5 Jahre, gleichgesetzt werden mit 1260 Tagen. Damit hat jeder Monat streng in der Prophetie 30 Tage und damit das Jahr 12 mal 30, 360 Tage. Jetzt können wir also die 7 und 62, will sagen 69 Jahrwochen, umrechnen in Tage. Das gibt 69 mal 7 mal 360 Tage gleich 173.880 Tage. Der Erlass, Jerusalem zu bauen, Nehemia 2, wurde gegeben im Monat Nissan. Das ist März, April. Und zwar im 20. Jahr der Regierung von Artaxerxes, das ist 445 vor Christus. Jesus Christus ritt als Fürst am Palmsonntag nach Jerusalem ein, im Jahr 32, und zwar auch im Passamonat Nissan, also März, April. Übrigens, warum 32 nach Christus? In Lukas 3 wird gesagt, dass Jesus Christus seinen öffentlichen Dienst nach der Taufe bei Johannes begonnen hatte. Und das war im 15. Jahr von Kaiser Tiberius. Tiberius regierte ab 14 nach Christus. Das kann man in jedem Lexikon nachlesen. 15. Jahr bringt uns auf das Jahr 29. Die Evangelien berichten uns, dass Jesus Christus 3 Jahre öffentlich gepredigt hat. Diese 3 Jahre werden zum Beispiel im Gleichnis in Lukas 13, 6 bis 9 erwähnt. 29 plus 3 gibt 32. Nun ist es so, von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, da passen wunderbar genau diese 173.880 Tage hinein. Und so war das Kommen des Messias Jesus als Fürst vom Ölberg her durchs Kidrontal, dann auf den Zionsberg, die Stadt Jerusalem hinein, das war der Tag Jerusalems, der 173.880. Tag nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems. Das hat sich so perfekt erfüllt. Wir können sogar berechnen, der genaue Tag von Palmsonntag im Jahr 32 war 6. April. Und wenn man die 173.880 Tage zurückrechnet, kommt man auf den 14. März 445 vor Christus. Und das war damals genau der erste Nissan, also das neue Jahr des religiösen jüdischen Jahres. Der Bibeltext geht weiter. Daniel 9,25b. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Diese Beschreibung des Wiederaufbaus von Jerusalem bezieht sich auf die ersten 7 Jahrwochen.
will sagen 49 Jahren. Das war eine Zeit der Drangsal. Israel wurde ständig durch die Feinde bedroht, wie man das nachlesen kann in Nehemia 2, 3, 4 und so weiter. Und dann war Jerusalem wieder vollkommen aufgebaut. Warum wird die Zeitspanne aufgeteilt in 7 und 62? Warum wird nicht gesagt 69? Ganz einfach. Es gab zwei Erlasse zum Wiederaufbau Jerusalems. Schon früher durch Kores im Jahr 539 vor Christus. Davon spricht auch der Schluss von Jesaja 44. Aber in den Jahren nach diesem Erlass unter Kores oder Kyros wurde Jerusalem nicht aufgebaut. Und so konnte man in den Jahren danach wissen, wir müssen nicht von Kyros anrechnen, denn 49 Jahre nach dem Erlass von Kyros war Jerusalem immer noch nicht aufgebaut. Straßen und Gräben waren nicht wiederhergestellt. Aber ab dem Erlass von Artaxerxes in Nehemia 2, 49 Jahre danach, war Jerusalem eine vollkommen aufgebaute Stadt. Die Zahl 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Und hier sieht man auch, wie Symbolik und wörtliche Bedeutung gar nicht Gegensätze sein müssen. Also, darum 7 und 62 Jahrwochen. Und so kann man also zeigen, Jesus Christus ist genau zu dem Zeitpunkt gekommen, wie das Alte Testament vorausgesagt hatte. Aber dann geht die Prophetie weiter in Daniel 9, 26. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Also wir haben gesehen, der Wiederaufbau Jerusalems während 7 Jahrwochen, 49 Jahren. Direkt daran kommen die 62 Jahrwochen. Und genau am Ende der 67 Jahrwochen, am 173.880. Tag, trat Jesus Christus als Fürst auf. Und nun sagt der Bibeltext, und nach den 62 Jahrwochen, die auf die 7 ersten gefolgt waren, wird der Messias ermordet werden. Es wird nicht gesagt, wie viel danach, einfach nach. Rückblickend können wir sagen, ja tatsächlich. 5 Tage nach Palmsonntag, an Karfreitag, wurde Jesus Christus auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern Jerusalems, vor dem Gennatur draußen gekreuzigt. Die Führer in Jerusalem haben Jesus Christus den Römern übergeben und die Römer haben Jesus Christus getötet und er hat kein Friedensreich hier aufgebaut, wie der Text sagt, weggetan werden und nichts haben. In unserem Schema habe ich also hier das Kreuz nach den 62 Jahrwochen eingetragen. Der Bibeltext geht weiter und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es wird auch hier nicht gesagt, wie viel später, aber es ist klar, in der Folge der Ermordung des Messias, als Konsequenz seiner Tötung, wird die Stadt Jerusalem und der Tempel, der zweite Tempel, zerstört werden. Und das hat sich so dramatisch erfüllt. Im Jahr 70 nach Christus, also nicht so lange nach der Kreuzigung Jesu, zerstörten die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel. Hier auf dem Bild habe ich die von den Römern einzeln runtergeworfenen, abgebrochenen und runtergeworfenen Steine des Tempels im Bereich der Südwestecke des Tempelbezirks fotografiert. Man hat sie da gefunden, in situ, an ihrem Ort, als Zeugen der damaligen Zerstörung. Nichts von Mythen und Legenden. Alles so nachweisbar, greifbar. Darum habe ich hier im Schema nach der Kreuzigung auch noch mit dem Blitz die Zerstörung Jerusalems und des Tempels eingetragen.
Wenn wir schon bei messianischer Prophetie sind, also Prophetie über den kommenden Erlöser, dann ist natürlich auch noch zu erwähnen, archäologisch, die Jesaja-Rolle aus der Höhle 1 in Qumran, die 1947 gefunden worden war. Diese Rolle konnte aufgrund der Buchstabenformen durch Paläographie datiert werden auf ca. 125 v. Chr. Mit C14 wurde die Rolle auch datiert an der ETH, aber da kann man nicht so genau datieren wie mit Paläographie. Da wurde datiert zwischen 100 und 200 v. Chr. Aber wir sehen, Paläographie und C14 ergänzt sich da sehr gut. Die C14-Methode ist eine sehr gute Methode. Und man kann sie gut gebrauchen bis etwa zum Exodus zurück. In der Zeit davor wird sie problematisch, weil es eine Sintflut gegeben hat nach der Bibel. Mit enormem Vulkanausbruch. Und das hat dazu geführt, dass das Verhältnis von C14 und C12 in der Atmosphäre nach der Sintflut sehr gestört war, bis es sich wieder eingependelt hatte. Und darum kommt man bei Datierungen vor dem Exodus automatisch auf zu hohe Alter, weil das Verhältnis C12, C14 so ist, dass durch das C12, das die Vulkane ausgestoßen haben, eben der Gehalt von nicht radioaktivem Kohlenstoff viel höher war. Und dann wirken alle Funde eben als sehr alt, obwohl sie gar nicht so alt sind. Das nur nebenbei. Aber nun zur Jesaja-Rolle. Da haben wir ein Bibelbuch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, das wir heute noch vor uns haben. Und Jesaja ist besonders interessant, denn da gibt es ganz besonders viele Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Gerade auch Jesaja 53, wo beschrieben wird, wie der Messias von seinem Volk, von der Masse seines Volkes verworfen, abgelehnt werden sollte, wie er dann aber sterben würde als Opfer für unsere Sünden. Und das steht in Jesaja. Niemand kann heute mehr sagen, ja, diese sehr präzise Prophetie in Jesaja 53, die ist wahrscheinlich nach der Kreuzigung geschrieben worden, als Fälschung. Nein, wir haben den Text aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und es hat sich wörtlich in Jesus Christus erfüllt, im 1. Jahrhundert nach Christus. Damit ist erwiesen, dass diese messianische Prophetie echte Prophetie ist. Es gibt insgesamt über 300 Prophezeiungen über den Messias, die sich durch das Kommen von Jesus Christus erfüllt haben. Aber Jesaja ist ganz besonders wichtig, weil da so viel drin ist. Und da, auch da sehen wir wieder die Verbindung zwischen Archäologie und biblischer Prophetie. Sehr interessant. Es war für mich schwierig, in diesem Vortrag eine Auswahl zu treffen, um den Zusammenhang zwischen Bibel und Archäologie darzustellen. Denn es gäbe so viel mehr Material. Und ich habe nur ein bisschen herausgepickt und so repräsentativ einiges gezeigt. Aber ich denke, dass das, was wir gesehen haben, deutlich macht, dass man der Bibel und ihrer Erzählung ganz genau glauben kann, Vertrauen schenken kann. Und zwar nicht durch blinden Glauben, sondern durch belegten Glauben. Die Fakten stimmen mit der Bibel so schön überein. Und auch die Prophetie weist die Bibel aus als nicht nur ein sehr genau geschriebenes menschliches Buch, sondern als Gottes Wort. Denn diese Prophetie können wir Menschen nicht produzieren. Und hier möchte ich noch ein Beispiel aus der Archäologie des Neuen Testaments zeigen. Abschließend, hier sieht man ein Ossuarium, das in den 1990er Jahren gefunden worden war in Jerusalem.
Ein Ossuarium, das ist so ein kleiner Kasten, Knochenkasten heißt das. Man hat im Judentum vor 2000 Jahren normalerweise die Menschen so bestattet. Man hat den toten Körper in eine Grabhöhle getan. Nach einem Jahr war das Fleisch verwest. Dann hat man die Knochen zusammengesammelt und sie in eine kleine Box gelegt. Und diese Box wurde dann in eine vorbereitete kleine Nische im Felsengrab untergebracht. Man hat sehr viele Ossuarien aus dem ersten Jahrhundert nach Christus gefunden. Aber hier bei diesem Fund, da handelt es sich um ein ganz besonderes. Das wusste man sofort bei der Entdeckung. Denn so wunderbar verziert waren Ossuarien normalerweise nie. Man wusste sofort, das muss ein ganz bekannter Mensch gewesen sein aus dem ersten Jahrhundert. Denn die Grabstätte war eine Grabstätte typisch für das erste Jahrhundert nach Christus. Nun, auf der Seite sieht man ein Gekratzel, ein Gekritzel. Das ist Hebräisch, ein bisschen schwierig zu lesen, aber es heißt Jehosef bar Kapha. Josef, Sohn oder Mitglied der Kajaphas-Familie. Nun, das ist interessant, denn im Neuen Testament wird der hohe Priester, der Jesus Christus zum Tod verurteilt hatte im Tempel, Kajaphas genannt. Das Ganze wird noch brisanter, wenn man sich überlegt, Josephus Flavius, dieser Geschichtsschreiber, jüdische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, dessen Werke wir über jüdische Geschichte bis heute haben. Er sagt, dieser Hohepriester hieß zum Vornamen Josef. Ja, da haben wir es. Jehosef bar Kapha, Josef Kajaphas. Das ist das Ossuarium des Hohenpriesters, der Jesus Christus zum Tod verurteilt hatte. Und tatsächlich, im Ossuarium drin fand man die Knochen eines etwa 60 Jahre alten Mannes. Das waren nicht die einzigen Knochen, man hat noch mehrere Frauenskelette darin gefunden. Das waren Frauen aus der Dynastie, aus dem Clan der Kajaphas-Leute. Aber offensichtlich, die Knochen des 60-Jährigen, das sind die Knochen des Hohen Priesters. Und man muss sich fragen, was tun diese Knochen hier? Nun, die Bibel, die sich als Gottes Wort erweist, durch ihre Präzision in der Erzählung der Geschichte, durch ihre Präzision, was Zukunftsprophetie anbetrifft. Diese Bibel sagt uns, es gibt eine Auferstehung. Der Tod ist nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und die Bibel sagt, es gibt eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Ja, wie kann es eine Auferstehung der Gerechten geben? Die Bibel sagt, wir Menschen sind alle vor Gott schuldig, Sünder. Römer 3,23 sagt, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dann ist ja kein Mensch gerecht. Wir haben alle die Gebote Gottes in der Bibel gebrochen. Der eine mehr und der andere noch mehr. Aber wir haben alle die Gebote gebrochen. Und so sind wir alle Ungerechte. Aber die Bibel macht uns klar, wenn ein Mensch sich als schuldig vor Gott erkennt und im Gebet, im persönlichen Gebet seine Schuld Gott bekennt und bereut, vergibt ihm Gott und macht aus dem Ungerechten einen Gerechten. Ein Gerechter ist ein Mensch, dessen Schuld weggenommen ist. Alle Schuld. Was bleibt noch übrig, wenn alle Schuld weg ist? Ja, dann bleibt noch ein gerechter Mensch übrig. Und so spricht die Bibel über Gerechte durch den Glauben an Jesus Christus. Aber an dieser Stelle nochmals, es gibt eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Die Ungerechten sind also die, die die Vergebung Gottes nicht angenommen haben.
Jesus Christus ist gekommen in diese Welt, um als Opfer für uns zu sterben. Vor den Toren Jerusalems. Was die Menschen ihm angetan haben, das hat keine Sünde weggenommen. Das ist der Beweis unserer menschlichen Verdorbenheit gewesen. Aber in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz hat Gott Jesus Christus, seinen Sohn, mit unserer Schuld beladen und ihn dafür gestraft. Die Strafe, das Gericht, was wir in Ewigkeit erdulden müssten, das hat er auf sich genommen. Und die Bibel macht uns klar, jeder, der seine persönliche Schuld bekennt, bereut und dieses stellvertretende Opfer von Jesus Christus für sich in Anspruch nimmt, der wird mit Jesus Christus identifiziert und dieses Opfer wird ihm zugerechnet. Und so wird aus einem Ungerechten ein gerechter Mensch. Es gibt eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Kaiaphas hat Jesus Christus abgelehnt. Und damit ist er mit seiner Schuld gestorben. Aber er wird auferstehen zum ewigen Gericht. Und jeder, der seine Schuld bei Jesus Christus abgeladen hat, der wird auch auferstehen, aber nicht zum ewigen Gericht, sondern zur ewigen himmlischen Herrlichkeit. Also es schaudert einem, was wir hier biblisch-archäologisch vor uns haben, die Knochen von Kaiaphas. Und sie warten auf die Auferstehung zum ewigen Gericht. Aber es ist unsere Verantwortung, dass wir eben wahrnehmen, wie glaubwürdig die Bibel als Gottes Wort ist und dass wir wahrnehmen die frohe Botschaft, in die die ganze biblische Geschichte hineinmündet. Jesus Christus ist gekommen, um das Problem unserer Schuld zu lösen. Und er ist gekommen, um aus Ungerechten Gerechte zu machen, die wissen dürfen, der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt, ewige himmlische Herrlichkeit. Und das wünsche ich jedem der Zuhörer. Vielen Dank.